Marion Hartmann, Vorsitzende des Betriebsrates der Madaus GmbH in Troisdorf. Wir konnten im vergangenen Jahr am Projekt Arbeit 2020 Plus teilnehmen. In Workshops mit den Mitarbeitern haben wir im ersten Schritt die Betriebslandkarte für unsere Madaus GmbH erarbeitet. Im zweiten Schritt haben wir einen Steuerungskreis gebildet, in dem Vertreter des Arbeitgebers, des Betriebsrates und der Gewerkschaft sitzen. Dieser Steuerungskreis hat eine Zukunftsvereinbarung abgeschlossen, in dem die Bearbeitung der zukünftigen Projekte genau festgelegt wurde. Uns war es wichtig, dass die Mitarbeiter vom Anfang an auch an der Umsetzung dieses Projektes 2020 Plus in den nächsten Jahren mit eingebunden werden, um diese Prozesse ganz transparent abbilden zu können. Wir freuen uns auf die zukünftige Projektarbeit.